Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss euch sagen, ich muss endlich mein Projekt abarbeiten. Ich hatte mit Dörte und Jenny ein Projekt Anfang des Jahres gestartet und bin ein bisschen so gehinkt. Ich habe mir den Grammzahlen immer notiert, aber ich kam nicht zum Filmen. Also jedenfalls nicht so, dass ich Lust hatte, so richtig zu filmen und auch körperlich. Ich war so fertig. Also sorry, aber die Schwangerschaft nimmt mich ein bisschen mit. Mal habe ich bessere Tage, mal eben schlechtere. Und wenn ich einfach keine Zeit habe und keine Lust habe, setze ich mich einfach nicht unter Druck. Ich möchte es genießen und möchte versuchen, so schön wie möglich mein Leben, sag ich mal, zu gestalten. Deswegen, wenn kein Video kommt, verzeiht mir. Aber so ist es halt nun mal. Manche Sachen gehen halt einfach vor. Und wenn man einfach unter Quarantäne war und die Kinder zu Hause sind, da kann ich nicht. Nee, da fällt einem die Decke auf den Kopf, wenn man selber noch so, sag ich mal, mitgenommen war und die ersten 3 Monate vorbei sind, dann geht es einem ja schon viel besser. Und deswegen, so meine Süßen, viel Geschwätz um den heißen Brei. Ich werde euch die Minuszahlen, denke ich mal, einblenden, weil ich mir das jetzt nicht ausgerechnet habe, sondern nur, was ich ungefähr so verbraucht habe. Das kann ich ja ungefähr sagen. Das ist mein Schmierzettel. Sorry, es ist auch echt schmierig. Ich habe den überhaupt gedacht, mein verlorener Kandidat. Dann fangen wir mal an. Yves Saint Laurent Concealer, da habe ich ganze 0,2 aufgebraucht. Und letzten Monat, also im Mai, hatte ich 0,7 aufgebraucht. Und diesmal waren es halt nur 2,6. Nein, 0,6. Also derzeit wiegt das einfach 15,9 Gramm. Und ja, ich denke, dass ich demnächst den Stopper entfernen werde und werde mir die ganze Augenpartie damit machen, damit ich ihn schneller loswerde, weil er ist einfach kein Favorit. Er ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum man so teures Zeug anbietet, Duftstoff reinmacht und es so ekelhaft riecht. Es riecht einfach nach Plastik. Es riecht einfach nach Billo ohne Ende. Ja, ich bin froh, wenn der leer ist. Habe ihn gut genutzt, sage ich mal. Habe das Geld rausgeholt, was ich dafür ausgegeben habe. Und gut ist. Wie gesagt, diesen Monat, also heute ist das 5. Update dann sozusagen. Ist heute dann das 5. Update? Genau, wir haben gestartet am 15.01. Genau, 15.01. Ja. Also, dann haben wir das da. Da ist nicht mehr viel drin, denke ich mal. Ne? Also ihr seht es auch an meiner Hand, meine Markierung. Da ist nicht mehr so viel drin und es wird doch zu schaffen sein, ey. Abartig, ey. Wie lange manche Produkte einfach heben. Dann haben wir den Blush von Essence. Da habe ich letzten Monat 0,3 Gramm aufgebraucht und diesen Monat 0,2, also einen halben Gramm wieder aufgebraucht. Und man sieht, ich habe fast keine Kuppe mehr. Dennoch ist da ewig viel drin. Also ich trage ihn unter meinem Highlight. Er sieht schon gut aus. Ich mag das auch, wenn es schön glow ist. Kann man nicht einfach einen Blush in 2 Monaten aufbrauchen? Wieso geht das nicht? Halbes Gramm, also da sind ja 2 Gramm drin und ich denke, dass ich irgendwie ewig noch dran bin. Obwohl ich den Rand schon sehe. Also, ich bin gespannt, was sich in den nächsten... Im nächsten Monat ist das Projekt vorbei. Mal gucken, ob ich das weitermache. Was ich da aufbrauche. Auf jeden Fall wiegt das jetzt einfach derzeit 21,7 Gramm. 21, was war das? Dann haben wir von Catrice die Drops. Die habe ich letzten Monat leer gemacht mit 2,9 Gramm nochmal. Furchtbares Produkt, würde ich nie wieder nachkaufen und würde ich auch sein lassen. Ja, wie gesagt, ist leer. Dann habe ich auch leer gemacht den Jouer Highlighter mit 0,3 Gramm. Ist nochmal leer geworden. Das war ja dieses selbstgepresste da. Dann habe ich auch diesen Monat, also letzten Monat schon mit aufgebraucht. Das war der Bronzer von P2 mit circa, sage ich mal, 2 Gramm. 1,9 waren es, glaube ich. Ja, so.
Da waren so Krümel. Also die Ecke habe ich dann so zerkrümelt und dann ist mir die Hälfte auch noch auf dem Boden. Ich würde sagen, 1 Gramm habe ich aufgebraucht. 0,9 ist mir flöten gegangen. Es ist in Ordnung. Es ist ein uraltes Teil. Hat mir super gut gefallen. Am Schluss habe ich einfach das Gefühl gehabt, alle Produkte, die auf mein Gesicht landen, werden zu Karotte. Also irgendwann wurde ich einfach zu Karotte. Karotte des Todes. Dann habe ich auch aufgebraucht. Also, aufgebraucht habe ich nicht, aber Urban Decay 0,1 Gramm. Also, jetzt habe ich eine Verwendung für diesen Peach Concealer. Und zwar, hier kann man vielleicht immer erkennen, wenn ich ungeschminkt bin, dass ich derzeitig eine Pigmentstörung entwickelt habe. Das habe ich manchmal in den Schwangerschaften. Entweder kriege ich so trockene Haut, so, das nimmt mir einfach die Pigmentierung meiner Haut weg. Oder es wird dunkel. Also unter meinen Armen hatte ich das, am Bauchnabel hatte ich das, im Intimbereich. Also richtig, richtig dunkle Haut. Und das habe ich auch derzeitig auf der Oberlippe. Ja, damit geht das ganz gut so zu kaschieren. Und deswegen, wir haben aktuell eine Verwendung und gut ist. Genau, wir haben aktuell eine Verwendung dafür. Und aktuell muss ich sagen, wie viel wiegt das Ding da? 18,5 Gramm. Ja, also es ist echt schleichend. Schleichend des Todes. Schleichend des Todes. Dann kommen wir weiter mit Butter Bronzer. Da habe ich letzten Monat 0,6 Gramm aufgebraucht und diesen Monat 0,7 Gramm, denn derzeitig wiegt es 62,1 Gramm. Schaut mal, also es tut sich schon was. Vielleicht sieht man das. Ich finde, wenn man so macht, sieht man das gar nicht. Aber wenn man ihn so dreht, merkt man schon eine Kuh. Also ich sehe sie. Ich kann ihn großzügig auftragen. Ich finde nur, an manchen Tagen ist da auch für mich echt orange. Obwohl das noch dieses Light-Bronzer ist. Der Geruch ist ganz in Ordnung. Das Packaging, ja, es ist schon was. Ich sag mal, es liegt auf meinem Tisch. Es ist derzeitig einfach in Verwendung. Und ja, wir neigen uns. Peu à peu. Ich habe jetzt vielleicht 2,2 Gramm oder sowas aufgebraucht oder 2,5 Gramm. Also es sind noch 10 Gramm Produkt in etwa drin bis 9 Gramm Produkt. Wir sind schleichend dabei. Dann habe ich das Catrice Spray. Also derzeit bin ich einfach mal hier. Ich würde das auch mal markieren, wo ich gerade bin. Und das Spray wiegt 43,6. Ich habe ungefähr so 9 Gramm aufgebraucht. Ich hätte einfach keinen Bock zu rechnen, weil sonst schaffe ich das mit dem Film nicht. Weil es gibt auch noch, den Vormittag muss auch noch für was anderes genutzt werden, wie nur Filmen. Ja, das ist das gute Spray. Ich denke, dass ich das nächsten Monat auf jeden Fall aufbrauche, damit ich einfach, ja, zu was Neuem greifen kann, denn hier warten schon Kandidaten auf ihren Einsatz. Na, wenn das leer geht, fange ich direkt an, das hier zu benutzen, damit einfach, ja, die Sammlung rotiert. Ich möchte nicht unbedingt, ich habe super viel weggeschmissen Anfang des, also in den ersten, sage ich mal, also ungefähr vor 2 Monaten habe ich sehr, sehr viel weggeschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, wen willst du das andrehen und wer will das? Und dann war das schon so gekippt oder auch nicht gekippt, da war ich mir nicht so sicher. Ich war super geruchsempfindlich und habe das dann alles entsorgt. War mir auch lieber, anstatt es jemandem zu geben und der würde sagen, hä, wieso gibst du mir sowas Ekliges? Deswegen habe ich gedacht, gut, mache ich weg. So, P2 Bronzer habe ich ja circa 2 Gramm aufgebraucht, also auch 1,9, das hatte ich euch vorher gesagt. Ich rede Stuss. Dann habe ich das Fit Me Loose Powder. Das habe ich derzeitig umgefüllt. Das, was da drin ist, das kriege ich nicht mehr raus. Denn dieses Teil kann man nicht rausholen und ich habe auch keinen Bock, das kaputt zu machen. Das sind nur noch so Krümel. Denn ich habe das umgefüllt. Ich habe hier tatsächlich im ganzen Fortschritt 11 Gramm. Um die 11 Gramm aufgebraucht, 10 Gramm, also ganz schön viel. Und hier, ich würde sagen, vielleicht ist da noch ein Gremle drin. Es ist in Ordnung, ich möchte jetzt nicht rumeiern.
Also man sieht schon deutlich den Fortschritt, den ich dann auch gemacht habe in den letzten 2 Monaten. Aber ich muss auch sagen, dass ich das hier auch mit reingefüllt habe. Denn das da oben ist alles Fit Me Loose Powder. Ist mir lieber eine Dose zu haben, wie 10 Dosen, die ein halbes Gremlin drin haben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich da ein bisschen geschummelt. Aber es ist jetzt Bam Bam und ich bin jetzt an dem losen Puder dran. Wisst ihr, was ich meine? Es rotiert dann. Du, ich habe 10 Gramm Puder aufgebraucht und es ist völlig in Ordnung, wenn ich drei Krümel in die andere Dose fülle. Für mich. Wenn es für euch nicht in Ordnung ist, dann, ja, dann lassen. So, L'Oreal, auch leer. Erstaunlicherweise, ich habe wirklich nur mit den Produkten gearbeitet, weil ich super faul war, mir was rauszusuchen, weil sie immer da sind, weil sie immer griffbereit sind. Das ist mein, ne, mein Ding da. Ich glaube, das ist das fünfte. Doch, das ist das fünfte Update. Naja, natürlich ist es das fünfte Update, hatte ich ja vorher gesagt. Da habe ich, oh mein Gott, wie viel L'Oreal? Da habe ich von 101,177,7 Gramm. Und von letzten Monat habe ich, also letzten Monat habe ich circa 13 Gramm aufgebraucht und diesen Monat nochmal 10. Also das ist wirklich gut leer. Da sind 30 Gramm drin, wie immer. Und ich mochte die Foundation. Ich habe davon noch ein paar und bin ganz glücklich. Aber ich muss es nicht, ich muss es jetzt nicht nachkaufen oder sowas. Ich bin einfach froh, dass es jetzt leer ist. So, dann zur Eva. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich genommen habe. Da habe ich 0,1 Gramm und von letzten Monat habe ich 0,3 Gramm aufgebraucht. Also letzten Monat war irgendwie der Fortschritt größer, diesen Monat echt wenig. Aber es ist auch super ergiebig. Ich würde es nicht nochmal nachkaufen, weil ich brauche einfach was, was meine Augenlider abdeckt und gleichzeitig definiert. Also ich finde, es definiert ja schon die Augen und die Augenbrauen. Also es sticht sie hervor, wenn man schon eine Base hat, die ausgleicht. Ich bleibe weiterhin dran. Ich würde sagen, die Hälfte ist dann noch drin. Ich brauche bestimmt noch 3 Jahre dafür, aber gut. Jetzt wiegt sie aktuell 8,8 Gramm. Ja, und dann haben wir den Butterstick. Der Butterstick hat 11 Gramm gewogen. Aktuell wiegt er 10,6. 0,4 Gramm habe ich aufgebraucht. Und ich muss sagen, da ist wirklich nicht viel drin. Ich versuche den immer mal wieder zu benutzen. Muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich vergesse das oft. Ich trage den und meine Mutter sagt, ich habe super hübsche Lippen damit. Ich muss sagen, er steht auch vielen Looks. Also. Den kann man gut benutzen. Das ist die Farbnuance 02 Sweet. Sweet Frosting. Ja, ist eher so ein kühleres Braun. So Neutrali. Mit einem lila Unterstrich vielleicht. Eher so in die kühle Richtung. Ich mag es. Ich habe da aufgebraucht 0,4 Gramm und gut ist. Dann. Das war schon. Genau, das war schon. Dann habe ich mit reingenommen 4 Produkte. 4 Produkte. Einmal Valentin LE, ein gepresstes Puder. Daran finde ich einfach schöner, euch dann zu zeigen, ob ich einen Hidde Pan erreiche. Und ich denke schon, es hatte mal super süße Herzen, nee, Sterne, das war mit den Sternen. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon eine Kuhle habe. Seht ihr das? Also hier ist schon eine Kuhle drinne und es fehlt nicht mehr viel. Ich finde es toll. Ich habe heute meine T-Zone damit mattiert, also gerade zwischen den Augenbrauen. Marke ich. Wird von mir aufgebraucht. Hier waren aktuell eigentlich 8 Gramm drin. Denke ich aber, sind es bestimmt nur noch 6 oder so. Und von daher wird das noch viel versucht, diesen Monat aufzubrauchen. Ich habe noch einen Monat Zeit. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Dann habe ich den Bäcker-Highlighter in Flüssig mit reingenommen. Der wiegt aktuell 8,5 Gramm. Da ist nicht mehr viel drin, wie ihr seht. Hier an den Rändern ist noch was. Also das sehe ich auch durch das Glas. Aber ich würde sagen, dass das das eigentliche Produkt ist. Also sagen wir mal so die Hälfte. Ich finde das schön, habe ich heute unten drunter. So geht das in die Foundation. Gemischt hat es mir gar nicht so gefallen. Da habe ich einfach wie eine Speckschwarte geglänzt. Aber unten drunter nur so im Wangenbereich fand ich es geil. Kann ich auf jeden Fall so aufbrauchen.
Dann habe ich Make-up noch mit reingenommen, weil ich einfach, ja, Make-up ist das, was ich am meisten gehortet habe mit Puder. Keine Ahnung warum, weil ich Angst hatte, dass es nie wieder Make-up gibt und Puder. 78,5 LL Girl, aktuell so voll in Fair. Also ich habe noch einiges vor mir. Sind 28 Gramm drinne. Ich versuche es jetzt leer zu machen. Ich finde die Foundation nicht schlecht. Deswegen, man muss sie aber gut ausblenden und zwei Pumper reichen tatsächlich fürs ganze Gesicht. Also muss ich immer etwas weniger nehmen. Ich brauche so von L'Oréal 2,5, 2 bis 3. Kommt immer darauf an, weil es relativ dünn ist. Das ist auch dünn, aber dennoch gut deckend. Also damit komme ich gut aus. Dann habe ich noch zum Schluss den Buttergloss mit reingenommen. Der wiegt aktuell 12,8 Gramm. Wenn ich einfach meine Lippen pflegen will, möchte ich das damit tun. Und ja, ich finde einfach Lipgloss geil. Und wenn es dieses Jahr nicht leer geht, schmeiße ich ihn eh weg, weil er einfach. Ja, ist halt einfach uralt. Wenn ich mir überlege, dass ich 4 Jahre Lipgloss rein, Lipgloss raus, da sind ja schon, oh, ja, ekelhaft, auch wenn es meine Gosche ist, trotzdem. Das sind meine Produkte. Ich habe aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Produkte im Projekt. Da sind sie aktuell und ich bin ganz froh, mit euch sie platt zu machen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben, zum Update 15.07.2020. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Bis demnächst. Ciao, Ikowski.